Christian Rösli vom FC Schöpfheim nach der Vorrunde mit 12 Punkten aus 11 Spielen auf dem Platz 9. Wie bist du zufrieden mit dieser Vorrunde? Ja, wir hatten sehr, sehr viel Pech gehabt. Wir hatten sehr, sehr viele Verletzte gehabt, verletzte Leute gehabt, die langweilige Verletzungen gesehen sind. Wir haben vier, die in der Rekrutenschule gesehen sind, die auch nicht immer kommen konnten, jedes Wochenende. Wir hatten bis 7-8 Abwesende gehabt. Und das ist natürlich auch ausschlaggebend. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, haben alle einheimische Spieler. Und von dem her haben wir schon gemerkt, 7-8 Spieler fehlen. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Wir haben nachher gesehen, wo die Leute wieder zurückgekommen sind. Gegen Ende haben wir doch punkten können. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Punkte holen können. Weil jetzt geht es wieder in die Vorrunde, also in die Rückrunde rein, wo wir jetzt natürlich wieder jetzt mit der Vorbereitung nächste Woche anfangen, wo wir wirklich auch mit grosser Motivation dahinter kommen. Du hast gesagt, du hast sehr viele Verletzungen gehabt in der Vorrunde. Hast du aber auch 2-3 Punkte und du kannst sagen, mal mit dem bin ich jetzt zufrieden, was sie geleistet haben, die Mannschaft? Ja, sicher. Ich bin sicher sehr zufrieden. Die Mannschaft hat immer an sich geglaubt. Also wirklich im Training, da war immer jeder motiviert gewesen. Und ich auch immer gewusst, ich habe immer an die Mannschaft geglaubt und ich glaube noch an die Mannschaft. Und das war für mich ganz, ganz wichtig schlussendlich. Schlussendlich habe ich sagen, irgendwann ist kommt's. Ich habe das immer gesagt, wenn wir miteinander geredet haben. Ich habe gesagt, los jetzt, wir müssen auch weitermachen und das kommt gut. Und so ist nachher schlussendlich auch, haben wir doch noch die Punkte können holen gegen Schluss ziehen. Also die Mannschaft ist sicher der Teamgeist, ist unerhört gut, das muss ich sagen. Und wir haben viel miteinander geredet, wir hatten auch Sitzungen gehabt miteinander, wir vielleicht auch ein Training rausgelassen und dann an was fehlt es. Und sie einfach da müssen erkennen, dass sie an ihre Grenzen gehen müssen. Und das hat man nachher gesehen, wo sie ihre Grenzen gegangen sind, hat es nachher auch funktioniert. Ja, noch eine letzte Frage. Jetzt die Rückrunde fängt an. Wie sieht es aus? Was hast du für Ziel bzw. was hat der Verein für Ziel mit deiner Mannschaft? Also unser Ziel ist ganz klar, dass wir in der dritten Liga bleiben. Weil wir haben viele junge Spieler, sehr gute junge Spieler, die das Zeug haben für die dritte Liga. Wir gehen auch jetzt wir gehen in Sörenberg hindern, wir gehen Aquafit machen. Mit einer Gruppe, die andere Gruppe gegen Schneeschuhe laufen. Dass wir im Januar auch für den Teamgeist stark arbeiten. Und da bin ich überzeugt, wenn wir gut arbeiten können, wenn wir ein bisschen Glück haben, auch, dass wir nicht mehr so viele Verletzte, Abwesende haben, dann bin ich überzeugt, dass wir einen ganz, ganz guten Frühling werden erleben werden.